Der Cerberus ist eine wahre Bestie. Ein Monster, das den Eingang zur Hölle bewacht, so will es die griechische Sage. Und Cerberus hat jetzt nach Chrysler geschnappt. Doch der Höllenhund gibt sich zahm. Chrysler zerreißen, zerfetzen, gar ausschlachten, davon ist gar keine Rede. Es gehe um ein langfristiges Engagement zum Wohle aller, sagt Jon Snow, einst US-Finanzminister, jetzt Manager bei Cerberus. Wir wollen, dass Mr. Lasorda und das Chrysler-Management-Team sich wieder darauf konzentrieren können, dieses großartige Unternehmen zur vollen Blüte zu bringen. Die Autoindustrie ist ein schwieriges Geschäft. The auto industry is a difficult business. Beißhemmung beim Cerberus in einem so schwierigen Geschäft? Die Chrysler-Arbeiter in den USA haben Angst davor, dass jetzt noch mehr Leute entlassen werden. Das ist der Ruf, der Cerberus vorauseilt. Kosten und Stellen streichen mit brachialer Gewalt. Die Firma Piguform hat das alles schon hinter sich. Ende 2004 kam Cerberus zum damals insolventen Autozulieferer. Und ja, es wurden Leute entlassen, die Arbeitszeit verlängert, das Einkommen gekürzt. Die größte Befürchtung aber, dass der Finanzinvestor nur schnelles Geld machen will, ist nicht eingetreten. Das Geld wurde nicht herausgezogen, es wurde investiert und, sage ich mal, es wurde auch die Beschäftigung gesichert und, sage ich mal, wieder einen Anschluss gefunden als Zulieferer bei der Automobilindustrie. Keine Angst vorm Höllenhund also, aber ein paar Unsicherheiten bleiben. Für mich ist erst endgültig klar, wenn das Unternehmen wird sicher irgendwann verkauft, dass dieser Verkaufsprozess dann auch so gemacht wird, dass eine Arbeitsplatzsicherung für die Mitarbeiter bei Piguform erhalten bleibt. Doch erstmal ist das Unternehmen auf einem stabilen Weg. Also viel Gebelle um nichts? Seit 2003 ist Cerberus in Deutschland aktiv und ständig auf der Suche nach Beute. Kaum eine Transaktion, bei der der Finanzinvestor nicht als möglicher Interessent gilt. Seinen Hunger hat der Höllenhund noch lange nicht gestillt.